Radio SAW. Angie fast allein zu Haus. Jetzt erst recht. Ja, im Frühstück schaffe ich locker. Bin ja an Rente. Du, die Autofahrer zahlen jeden Tag rund 70 Millionen zu viel an der Tankstelle. Was? Ah, ich glaube, das liegt an der galoppierenden Inflation. Da tankt man für 30 Millionen und der Geldautomat hat einem nur diese 100 Millionen Euro Scheine ausgeworfen. Dann kann der Typ an der Kasse nicht rausgeben und ja, was soll man da machen, ne? Da sagt man natürlich, stimmt so. Und schon sind 70 Millionen futsch. Das ist schon eine komische Welt zurzeit. Du, ich hab gehört, dass Wladimir Putins Lieblingssendung Love Island bei RTL 2 ist. Bitte? Ja, der Typ wird ja immer weirder, du. Oh. Ja, ich komm ja. Durchgesetzt ist ja auch nicht mein Joachim. Enten füttern im Park. Ach, die Gänse sind übrigens auch schon da. Und geh mal zum Geldautomaten und hol 2 Milliarden. Wir brauchen einen neuen Tretmülleimer. Schaui. Ach, der Herr Lauterbach. Guten Morgen, Frau Merkel. Na, was macht die Pandemie? Plätschert im Windschatten des Dritten Weltkriegs so vor sich hin, was? Das könnte man so sagen. Es gibt also auch so momentan so wenige neue Studien. Ich weiß also gar nicht, was ich nachts machen soll. Oh, probier's doch mal mit Schlafen, Karl. Ja, also habe ich schon. Mir erscheint immer Markus Lanz in meinen Träumen. Na, da würde ich auch lieber Studien lesen. Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.